Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Nachdem wir die schrecklichen Chandrio besiegt haben, ich nicht geschafft habe zu kontern, haben wir dennoch das Collier erhalten und sind jetzt nun mit Aronas Hilfe, unserem neuen Teammitglied, unterwegs zum großen Baum. Und ich glaube, es war kein grammatikalisch richtiger Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Na komm. Oder so. Und ich weiß nicht, bist du jetzt eine Wolke? Bist du ein Buhu? Mit Buß? Ich möchte auch mal ihre Attacken sehen. Mist, ich wollte eigentlich X drücken. Machen wir erstmal Power Hauer. Nett. Und du kannst ja mal Body Slam machen. Ui. Das ist aber richtig zu timen, ist dann doch ein bisschen schwierig. Au. Naja, dafür heile ich mich. Ich würde trotzdem einmal Sternfit einsetzen, damit ich wirklich wieder komplett geheilt bin. Ich treffe immer einen Pilz. Sag ich ja. Der BP-Punkt jetzt nicht komplett, aber immerhin voll geheilt. So, dann nochmal Body Slam. Hat schon was. Erstmal zigmal mit dem Hammer daneben hauen. Okay, ich glaube, hier bringt ein Body Slam nicht viel. Deswegen einmal Erdbeben. Zumindest geben wir von denen noch gute Erfahrungspunkte. Und gut Geld. Rat, Erstausgabe. Rohlingen heute. Neueste Nachrichten aus unserer Stadt direkt in deine Mailbox. Ärger gab es in der Spielhalle im Westend, nachdem der Arbeiter Gumbanisel S30 sich über die hohen Preise beschwert hatte, griff er den kleinen Geldwechselautomaten Palmos 5 tatsächlich an und löste so einen Alarm aus. Danach war Palmos für längere Zeit außer Betrieb und die Spielhalle musste zeitweise geschlossen werden. Palmos äußerte sich zu dem Vorfall wie folgt: Automaten empfinden keinen Schmerz, wenn man sie tritt, aber mein Stolz, der war verletzt. Auch in der Spielhalle sollten wir uns alle an Regeln halten. Shopping-Detektiv. Hier stellt der Shopping-Detektiv die tollsten Läden der Welt vor. Heute im Visier der Laden von Barthé. Ein Blütenweiler. Seit 20 Jahren Qualität und Tradition. Seit eh und je ist Barthé ein stolzer Junggeselle. Aber es heißt, er verstehe sich sehr gut mit der Rezeptionistin im Toadhaus. Und der Kommentar des Geschäftsmannes? Wir leben nur einmal. Das muss man genießen. Qualität und faire Preise finden Jung und Alt bei Barthé. Rezepte-Ecke. Einfach Rezepte zum Selbermachen, ohne großen Aufwand. Heute steht eine Pilzpfanne auf den Speisezettel. Schnell gemacht, man braucht nur einen Pilz. Wie wäre es mit einem gesunden und nahrhaften Abendessen? Zum Schluss, danke für Ihr Interesse an unserem Rat. Viel Spaß auch mit der nächsten Ausgabe. Herausgeber Redaktion, Förderverein Rohlingen. Ich bin dafür, dass man es direkt liest, dann hat man am Ende nicht so viel zu tun. So, dann schauen wir doch mal. So. Hallöchen. Hey Jungspund, kann der Kampfcoach was für dich tun? Komm, jetzt üben wir Action-Kommandos. Na, wer sagt denn? Auf geht's. Heute machen wir es mal. Wir sind ja eh gerade bei 5 Minuten.
Und was genau möchtest du trainieren? Techniken. Du möchtest deine Techniken üben? Gerne, bist du bereit? Los geht's. Sprung, Sterne, austauschen. Na, das brauche ich nicht. Sprung. Okay, dann mal zurück. Da möchte ich jetzt die Verteidigung. Ich denke, hier ist das auch mit den Kontern. Verteidigung und Kontern. Perfekt. Perfekt. Vielleicht auch mal andere Gegner? Noch einmal. Gut, aber da sehe ich ja auch mittlerweile wieder angreifen. Aber da. Zu spät. Zu früh. Okay, noch einmal. Und was genau möchtest du trainieren? Nichts. Aber kann ja mehr über Kämpfe noch erfahren. Was willst du wissen? Level up und Sternpunkte, Kraftpunkte bei niedrigem KP, BP, Orden, Orden, Anleben und die Attacke fehlen. Rohrblock, mehr ohne halten, Sprungtipp, Matte, Reichweite von der Matte, Verteidigung. Kontertipp. Pass auf, wenn du einen Konter landest, verursacht eine Attacke der Gegner gar keinen Schaden. Aber damit nicht genug, du kannst den Gegnern auch noch Schaden zufügen. Eine rechte Retourkutsche. Führe einen Konter aus, indem du B genau in dem Moment drückst, in dem sich die Attacke trifft. Gut, prima, super und so weiter. Wenn du ein Action-Kommando schaffst, bekommst du eine Menge Sternenergie vom Publikum. Dabei steigt die Sternenergie in der Reihenfolge. Gut, prima, super, spitze und exzellent. Der Orden Dovinz-Münze macht Action-Kommandos einfacher, aber sie geben dann weniger Sternenergie. Der Orden Chembrosche macht sie dagegen schwerer, dadurch kannst du mehr Sternenergie absahnen. Bingo, Altersmann. Ja. Aber so alles braucht man jetzt nicht zu lesen. Kämpfen sollten wir ja aus Paper Mario 1 drücken. Eingang! So geheim ist der Eingang jetzt nun auch nicht. Da ist er, der geheime Eingang. Endlich können wir hinein. Diese Bubus sind wirklich bezaubernde kleine Dinger. Mario, wusstest du eigentlich, dass ich noch bis vor kurzem ein großer Bühnenstar war? Mein Name, Madame Arona, war überall bekannt. Aber die Verruchtheit hinter den Kulissen, naja, das ist wohl die raue Realität. Jedenfalls hatte ich es satt und deshalb habe ich mich in den Wald zurückgezogen. Aber diese kleinen Bubus mit ihren unverfälscht reinen Herzen, sie erinnerten mich daran, wie rein und unverfälscht mein eigenes Herz einmal war. Und plötzlich erkannte ich, dass die Bühne mein Leben ist und dass ich mit meinem reinen Herzen zurück ins Rampenlicht muss. Für diese Erkenntnis bin ich dem Bubus unendlich dankbar. Mario hier! Von innen ließ sich die Tür ganz leicht öffnen. Komm schnell, bevor die Tür wieder zu ist. Zeit, dem Bubus meine Dankbarkeit zu erweisen. Geh mir, Mario. Erstmal gegen alles hauen. Komisch, sonst sind alle hier. Hallo, Bubuma? Hallo, wo seid ihr? Zeigt euch doch. Hallo. Wer seid ihr? Wie seid ihr hier hereingekommen? Hey, warte mal, der da, ist das nicht dieser Mario? Wirklich? Na, den knöpfen wir uns mal vor. Aber wir haben Anweisungen vom Oberst Silus, sofort zu melden, wenn wir ihn sehen. Denk nochmal nach, du Trottel. Wenn wir ihn fertig machen, streich mir den Ruhm ein. Stimmt auch wieder. Also los, auf ihn. Und los. Flucht aus diesem Kampf nicht möglich.
Dann einmal tauschen, bitte. Techniken und Scanner. Fußsoldat. Das ist ein Fußsoldat. Hier stehen die Chancen zur Organisation der Kruzionen. Und sie stehen wohl am untersten Ende der Hierarchie. Maximal KP 4, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Im Kampf verwenden sie gerne Kraftpunsch, um größer zu werden. Also aufgepasst, versuch mir schnell mit diesem Kern aufzuräumen. Ihr Angriff ist schon sehr hart. Mist. Das macht dann doch ziemlich Schaden, du. Ja, komm, einmal den normalen Sprung. Und du kannst den hier jetzt mal komplett fertig machen. Mist. Das war, glaube ich, zu früh. Ich glaube, ich sollte das mit dem Kontern lassen. Eine skandalöse Niederlage, aber das nächste Mal kriegen wir dich bestimmt. Und jetzt sollen wir Oberst Kruzillos Bericht erstatten. Wie du die fertig gemacht hast, Mario, unvergleichlich. Aber wir wissen immer noch nicht, wo die anderen alle sind. Vielleicht sind sie ja schon gar nicht mehr hier. Wieso um alles in der Welt versteckst du dich denn da? Komm raus, ich habe einen starken Verbündeten mitgebracht. Oh, ist der riesig. Dieser bärtige Riese wird uns bestimmt alle auffressen. Oh du, sind da noch mehr von uns? So riesig, sehr dubios, ein Monster, gefährlich, dieser Bart, habe Angst, so stark. Hab doch keine Angst, Mario ist unser Freund. Er wird alle Gegner fertig machen, genau wie die beiden eben. Also darf ich vorstellen, Mario? Halt. Woher sollen wir wissen, ob er wirklich unser Verbündeter ist? Vielleicht ist er ja ein Spion, den diese Typen geschickt haben. Was redest du da, Bubulas? Mario gehört doch nicht zu denen. Er will uns helfen. Wir alle zusammen könnten diesen Typen verjagen. Und dann würde dieser schöne große Baum endlich wieder uns gehören. Hör dich doch an, Bubulio. Du spielst dich hier wieder große Anführer auf. Du hast doch keine Ahnung, was hier passiert ist, seitdem du weg warst. Und wieso seid ihr eigentlich nur so wenige? Wo sind denn die anderen? Die sind gefangen genommen worden. Von denen. Die haben alle auch Bubuma. Bubuma? Und deine Schwester. Was? Bubulia? Das kann doch nicht wahr sein. Oh doch, die haben sie alle mitgenommen. Nur weil wir ihnen nichts über irgendwelchen Juwelen sagen konnten. Keine Ahnung, wovon die geredet haben. Oh, Bubulia. Wir müssen ihnen helfen, wir alle zusammen. Was soll das? Wir haben doch eh keine Chance. Daran wird auch diese bärtige Original nichts ändern können. Wie kannst du nur so reden? Wir müssen es doch wenigstens versuchen. Wir alle zusammen könnten jeden schlagen, ganz egal wen. Deshalb bitte ich euch, wir müssen zusammenhalten. Du scheinst ja sehr überzeugt von dem zu sein, was du da redest. Soll uns dieser bärtige Wicht doch mal zeigen, was er kann. Also wenn du dieser Schnauztyp es schaffst, die anderen zu befreien, dann bin ich auch bereit, euch dabei nachzuhelfen. Aber dazu wird es sowieso nicht kommen. Und ob es dazu kommt. Oder Mario? Gehen wir, wir werden sie befreien. Ich möchte dann gerne erstmal wieder tauschen. Um zu gucken, ob man hier irgendwas machen kann. Das sieht so aus, als könnte man da was... einmal heilen. Bei 8 Münzen kann man das ja mal machen. Und einmal speichern. Hier ist nichts drin. Okay, dann gehen wir mal weiter.
Großer Baum, Obergeschoss 1. Ah, hier muss doch ein Item passen. Wieder einfach, weil es wahrscheinlich dein Sternsplitter ist. Und ich komme da noch nicht ran, weil ich noch keinen guten Hammer habe. Oh, wie belastend ist das denn? Na Mist, ich wollte eigentlich... Was ist das denn? Komm, machen wir erstmal den hier weg. Super da. Was bist du denn? Gut, dann tauschen wir doch mal. Mini-Chromimat. Das ist ein Mini-Chromimat. Maximal 2 von ihnen schützen einen Chromimaten. Maximal KP 1, Verteidigung 0. Diese Dinger sind schuld, wenn Attacken auf einen Chromimaten wirkungslos verpuffen. Mach sie fertig, bevor du einen Chromimaten angreifst. Erona hilft dir bestimmt dabei. Okay, dann. Ja, ich glaube, Angriff Plus brauche ich jetzt nicht. Plus 3, Halleluja. Okay, dann machen wir den hier. So, und dann muss ich dich leider auch noch scannen. Das ist ein Chromimat. Diese Dinger werden von den Chromionen hergestellt. Maximal KP 3, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Wenn sich Mini-Chromiaten in der Nähe befinden, werden sie unangreifbar. Also musst du zuerst den Mini-Chromimaten ausschalten. Das war mir bewusst. Ja, Mist. Hast vermasselt. Gut, aber du kannst den jetzt fertig machen. So, ist da was? Nö. Mal hier alles ja. Wegdrücken. Ich weiß, wo nicht überall ein Sternsplitter kommt. Düp. Aua. So, erster Angriff erfolgreich. So, das läuft doch wunderbar. Mist. Ein Action-Kommando. Hingekriegt. Das ist so der mit dem Angriff Plus. Okay. Und dann mache ich den erstmal weg.
Ringo Zeit. Ach Mist. Ja, vielleicht wäre Blockbuster gewesen. So, in der nächsten Runde bis zur Geschichte. Boah, 5 Schaden, Halleluja. Warte mal, du hast noch 3, dann macht ja Kumbina den weg. Dann setz dich mal Stern vertreiben. Bisschen heilen. Wunderschön. So, dann einmal Kopfnuss. Der Gegner hatte doch einen Orden bei sich, das ist unfair. Durfte ich nicht haben. Gemein. Oh, das ist ja Bubuma. Bubulio, bist du zurück? Gut, siehst du aus. Aber was machst du eigentlich hier, Bubulio? Was ich hier mache? Na, dich befreien natürlich. Ach so, na dann schönen Dank. Aber vielleicht solltet ihr erstmal die anderen befreien. Sind die anderen denn auch hier? Ja, also, Bubulio, mein Bruder? Die anderen sind hier. Gefangen. Bist du es wirklich? Diese Typen nehmen keiner? Rücksicht. Ui. Bubulio, da bist du ja. Bubulio, ich bin froh, dich zu sehen. Ich wusste, du würdest uns helfen. Ist doch selbstverständlich. Und ich habe einen starken Verbündeten mitgebracht. Wir werden euch gleich rausholen. Hab noch ein wenig Geduld. Natürlich. Wir vertrauen dir, Bubulio. Die Spalten sind so breit, warum läuft nicht einfach raus? Mario, zuallererst müssen wir die Zellenschlüssel finden. Ja, komm schon. Eine Münze. Immerhin eine Münze haben wir gefunden. Eine Münze. Oh Mann. Ob wir wohl jemals eins von diesen Sternjuwelen finden? Diese Bubus, die wir uns weggeschnappt haben, wissen ja wohl auch nichts darüber. Oh Mann, bin ich überarbeitet. Könnte glatt beim Stehen einschlafen. Hallihallo, so trifft man sich wieder. Hey, du bist doch diese diebische Ratte. Was hast du hier zu suchen? Ja, also eigentlich bin ich hier, weil es hier tolle Orden zu finden geben soll. Aber ich hätte nie gedacht, dass das so ein Stress wird. Hm, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wo die Maus überall hinküsst. Was? Schon wieder ein Kuss? Was deckt ihr dich? Ach, fast hätte ich es vergessen. Dieses Sternjuwel, das du suchst, muss irgendwo ganz unten in diesem Baum sein. Ich hoffe, du findest es vor diesem garstigen Typen. Also pass gut auf dich auf, mein Superschnauzer. Bis bald. Boah, ich fass es nicht. Diese widerliche Kleptomanen. Wirklich unausstehlich. Hey, ihr da. Ihr, was führt euch an mich einfach von hinten? Oh, das werdet ihr mir büßen. Ich war das aber nicht. I don't was it. Das ist eh eine schnelle Runde. Aber so richtig schnell. Öffnet die Tür der roten Zelle.
Oh, ich stelle 50 KP wieder her. Halleluja. Das nehme ich gerne mit. Wir haben nur den Schlüssel zur roten Zelle gefunden. Bubuma, komm, wir holen dich hier raus. Du Trottel! Bubulio, setz dich da hin und hör mir zu. Was, wieso? Habe ich was falsch gemacht? Bubuma, wir wollten doch nur helfen. Was stammelst du da rum? Hör mir lieber gut zu, du Grünschnabel. Lässt mich mir nichts. Rennst mir nichts, dir nichts davon und lässt deine kleine Schwester allein zurück. Aber ich wollte nur helfen. Unterbrich mich gefälligst nicht mit deinem hirnlosen Geplapper. Kein Wunder, dass dich alle für einen Einfallspinsel halten. Auch wenn ich daran denke, dass das Schicksal unseres Volkes bald in deinen Händen liegt. Aber nicht auszudenken, also hör mir gut zu. Eine Stunde später. Hast du das kapiert? In Zukunft ist Schluss mit solchen Flausen. Ja, Bubuma, ich werde mich bemühen. Bemühen reicht nicht. Wie auch immer, was machst du eigentlich hier, Bubulio? Wie ich dir gerade sagte, ich will euch alle befreien. Oder zumindest erstmal dich. Sag das doch gleich, worauf warten wir dann noch? Oder muss ich mir erst die Gicht holen bei der Kälte hier? Und weg ist sie, ganz die alte Bubuma. Na gut dann. Und du, Bubulia? Hab noch ein wenig Geduld, ich bin bald zurück. Ich werde auf dich warten, Bubulio. Brauchen wir nicht auch noch den blauen Zellenschlüssel, Mario? Lass uns runtergehen und Bubuma fragen, ob sie etwas weiß und darauf hoffen, dass die Antwort kurz ist. Hoffentlich ist die Antwort kurz, nicht, dass wir wieder eine Stunde warten. Ein roter und ein blauer Kerker. Aspekt der Kutionen, um die Bubus einzusperren. Aber durch die Lücke in den Gittern können wir leicht hindurchschlüpfen. Stimmt. Ich sehe dann vielleicht irgendwas. Wie bist du denn hier reingekommen, so groß wie du bist? So. Du hast es eigentlich geschafft, jetzt nicht spawnen müssen. Na schön. Gut, wo ist denn Bubuma? Bubuma. Nicht Guguma, sondern Bubuma. Sieh denn hin? Hallöle, Bubuma. Where are you? Warte mich. Hol jetzt mal kurz. Weiß nicht, ob ich direkt hier schon irgendwas. Da offensichtlich ist irgendwas. Übersehen habe. Naja. Na komm schon, geh rein. Geh rein, Mario. Hey, Bubulio. Hätte nicht gedacht, dass du Bubuma wirklich befreist. Ich habe es dir doch gesagt, oder? Krieg dich wieder ein. Da gibt es dir noch lange nicht die Berechtigung, dich so aufzuführen. Und diesem schnauzbärtigen Typen traue ich auch noch nicht über den Weg. Gut, das war für den Anfang nicht schlecht, aber was ist mit den anderen? Bevor du die nicht befreit hast, mache ich hier keinen Finger für dich krumm. Dumpfnase! Du kapierst aber auch gar nichts. Die Eindringlinge waren ja schon so schlimm, aber jetzt sind sie auch noch mit den Pikatos verbündet. Gerade jetzt müssen wir zusammenhalten und unseren Baum zurückerobern. Und schützen. Geht das in deine Matschbirne ein? Was, die Pikatos und die Eindringlinge sind jetzt Verbündete? Dann haben vielleicht die Pikatos den blauen Schlüssel. Hört euch das, Bubulas und Bubulio. Ihr werdet dem Schnauzer da. Wie war gleich der Name? Cabrio, oder? Mario, er heißt Mario und er ist ein Star-Bubuma.
Ja, schon gut. Ihr werdet also alle mit diesem Mario unseren Baum befreien. Alles klar, Bubuma, wenn du meinst. Naja, und ehrlich gesagt, Bubulia ist mir ja auch nicht gleichgültig. Versuchen wir es also, alle zusammen. Meine kleine Bubus, so kenne und liebe ich euch. Team Bubus mehr gehören jetzt zum Team. Ich danke euch allen. Entschuldige bitte, eine Frage hätte ich auch. Wir suchen ein kostbares Juwel in Sternform. Sagt ihr das irgendwas? Das Sternjuwel? Ich denke, ganz unten in diesem Baum ist irgendein seltsam gefärbter Edelstein. Unsere Aufgabe ist es, darüber zu wachen, dass er nicht in die falschen Hände gerät. Und die Legende sagt, wir sollen den Stein einem Helden mit reinem Herzen geben. Vielleicht ist das euer Sternjuwel. Also Cabrio, ich denke, du bist der Held unserer Legende. Dein Herz scheint rein genug zu sein, also kannst du diesen komischen bunten Stein haben. Ich hoffe sehr, dass wir so auch unseren schönen Baum zurückbekommen. Na gut, such das Sternjuwel ganz unten in dem Baum. Halt, Moment noch, das Wichtigste hätte ich beinahe vergessen. Um das Sternjuwel zu bekommen, musst du zunächst die anderen befreien. Du brauchst jeden einzelnen von ihnen, sonst kommst du nicht zu diesem Sternjuwel. Und nimm diesen Bubuwell. Er zeichnet dich als Anführer der Bubus aus. Er versammelt die Bubus um dich, wenn du es in die entsprechende Podest legst. Aber vergiss es. Aber vergiss nie, es hinterher wieder an dich zu nehmen. Sonst können sich die Bubus nicht mehr von der Stelle rühren. Also Mario, zuerst sollten wir die anderen befreien. Gut, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ach, noch etwas. Verzeiht mir, in letzter Zeit bin ich wirklich vergesslich geworden. Also, wenn du auf deiner Suche nach dem Sternjuwel einige der Bubus verlierst und sie nicht wiederfinden, kannst du dann komm hierher. Ich kann sie dann mit einem Schrei herrufen. Du hast verstanden? Okay, gut, aber was ich sagen wollte, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin, tüdelü.